Ich überlasse die Bühne euch. Ihr stellt euch selbst vor, bitte. Code und Ethik gleich Herz. Wie sprecht ihr das denn aus? Code plus Herz? Ist mehr so ein written Titel, oder? Maria Reimer, Daniel Salz, Paula Glaser. Die Bühne gehört euch. Ach so, mein Mikro lasse ich euch auch hier. Vielen Dank. Vielleicht sitze ich lieber. Ich schiebe das auf meinen Zustand. Schön, dass ihr da seid. Wir haben im letzten Jahr auf der Republika darüber gesprochen, wie extrem viele Interessen an jugendliche, tech-affine Menschen herangetragen werden. Sie sollen irgendwie weiterhin die Rechner ihrer Eltern fixen, sie sollen den Fachkräftemangel beseitigen, sie sollen, oh danke Paula, sie sollen den Fachkräftemangel beseitigen, sie sollen, irgendwer muss auch den nächsten Staatstrojaner bauen. Also es gibt enorm viele Interessen, die an Jugendliche herangetragen werden. Und dieses Jahr wollen wir uns angucken, was eigentlich die Interessen sind, die, naja, hinter diesen Interessen stehen, welche Akteure das sind und was das alles mit Ethik zu tun hat. Die Debatte um die Kompetenzen von Jugendlichen, um digitale Bildung, ist viel, viel älter, als uns die aufgeregte Nachrichtenlage uns weismachen möchte. Wau Holland, einer der Gründer des CCC, hat das schon 1991 längst erkannt und das hören wir uns mal kurz an. Wir haben eine ganze Menge einfach nicht erreicht, wenn ich zurückschaue. Und gerade im ganzen Schul- und Bildungsbereich ist da viel zu tun. Wenn ich überlege, dass die Kinder in England schon 1984 in der ersten Klasse Computerunterricht haben, dann führt das 1999 dazu, dass bei denen, die unter 18 sind und das Internet benutzen, mehr als 50% Mädchen sind. Das heißt, so wie im Durchschnitt der Gesellschaft. Hier ist in der letzten Regierungsperiode oder in den letzten 16 Jahren im Verhältnis dort nichts passiert. Genau. Abseits von dem vielleicht funkigen T-Shirt und dem Rauschen hätte das auch 2014 sein können. Genau, aber das ist, glaube ich, auch eine Grundkonstante, eine ordnungspolitische Grundkonstante, dass die Zivilgesellschaft, kann sie auch noch so recht haben, möglichst lange ignoriert wird. Und es muss erst eine Studie her, die beweist, eine wissenschaftliche Studie, die beweist, dass es wirklich wahnsinnig schlecht steht um die Kompetenzen von Jugendlichen. Das hat dankenswerterweise die ICILS übernommen. Das haben sicher sehr viele gehört, im November 2014 rausgekommen. Und es geht auch gleich mein Dank und ein Vorschlag für einen Preis für Wissenschaftskommunikation an die Forscherinnen und Forscher, die die Studie zusammengefasst haben mit dem Satz, in Deutschland lernen Kinder den Umgang mit Medien trotz Schule. Das finde ich sehr prägnant und dankenswerterweise kurz zusammengefasst. Genau, also die Debatte ist gar nicht alt. Ist gar nicht neu, aber jetzt kriegt sie halt gerade irgendwie Fahrt, auch dankenswerterweise durch so eine Studie. Genau, und dann gibt es halt auch noch die politische Variante dieser Nachricht, die auf die Bühne gehoben wird. Und das übernimmt dankenswerterweise der Bundeswirtschaftsminister Gabriel für uns. Da kann man natürlich erstmal sagen, gut, der hat rechtlich überhaupt keine Kompetenzen im Bildungsbereich. Das ist nicht nur Ländersache, sondern was hat diese Forderung im Wirtschaftsministerium zu tun? Ist jetzt auch fachlich nicht so der Experte in diesem Gebiet. Aber naja, also so da sieht man sehr schön, wie halt Politik funktioniert und auch Gender Setting. Also dieses Thema liegt brach und dann nimmt sich das halt jemand, der sendungsbewusst ist und naja, kann dafür einfach sozusagen kostenlos 3 Wochen in den Medien sein. Es ist aber nicht neu, es ist auch keine SPD-Forderung und genau, zu dem Wahrheitsgehalt oder zu dem Realitätsabgleich spricht Paula dann gleich. Aber Bundeswirtschaftsminister Gabriel führt mich eigentlich direkt zu den Interessen hinter der Forderung, dass Kinder und Jugendliche programmieren lernen sollen. Und da gibt es eigentlich einen ganzen Reigen an Interessen. Also es gibt eben viele Initiativen, Akteure, die gerade in diesem Feld Programmieren für Kinder und Jugendliche auftauchen. Manchmal wird es auch mit Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche verwechselt. Also ich glaube, da ist auch eine Aufgabe für uns, irgendwie noch die Begriffe irgendwie klar zu haben. Medienkompetenz ist nun mal einfach etwas anderes als Programmieren lernen und bewirkt auch sozusagen nicht dieselben Dinge.
Und es gibt da eben verschiedene, ich sag mal, verschiedene Narrative, verschiedene Geschichten, die aber mit dem Programmieren lernen erzählt werden. Das ist fälschlicherweise Medienkompetenz. Das ist, man lernt kreativ zu arbeiten. Safer Internet ist ein großes Thema. Also Kinder und Jugendliche sollen programmieren lernen, damit sie dann eine App bauen können, die sie sozusagen vor den Gefahren des Internets beschützt. Das alles sind Narrative, die real sind. Die haben wir uns nicht ausgedacht. Und natürlich wird auch als Argument ins Feld geführt, dass sich die Berufsaussichten für Kinder und Jugendliche verbessern, sollten sie programmieren lernen. Und das ist natürlich nur die andere Seite der Debatte von einem Fachkräftemangel, den es zu beseitigen gibt. Und da sind wir dann wiederum im Wirtschaftsministerium. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, guckt euch die Interessen an hinter diesen Forderungen. Das sind nicht immer diejenigen, nicht immer die Interessen, die wir, und damit meine ich uns drei, die wir auf der Bühne sitzen und sicher auch viele von euch, sich zur Zivilgesellschaft zählen und die eigentlich mit einer Forderung nach Programmieren eine digitale Mündigkeit meinen. Ja? Und das bedeutet, dass man eben kritische Bürger heranzieht, unabhängig vom Wahlalter, die in der Lage sind, die gesellschaftlichen Konsequenzen von Technologien und ihre eigenen Fähigkeiten daraufhin abzustimmen. Kommen wir zum Diskussionsstand bei den Erwachsenen. Es vergeht keine Woche, ohne dass im FAZ-Feuilleton über Algorithmenethik geschrieben wird. Also Thema selbstfahrende Autos ist ein großes Thema. Es geht in der Erwachsenenwelt viel darum, also beziehungsweise das hat es geschafft, ja, also die Konsequenzen von Technologien auf das gesellschaftliche Zusammenleben haben es auch abseits der Republika in die Debatten geschafft. Und Beispiele davon sind eben die Debatte um selbstfahrende Autos, also die Ethik hinter diesen Algorithmen. Was passiert dann, weiß ich nicht, wenn das selbstfahrende Auto die Möglichkeit hat, gegen ihre Passagiere, gegen einen Baum oder gegen ein anderes Auto zu fahren? Wie programmiert man dieses Auto dann? Und so weiter und so fort. Also das in der Erwachsenenwelt wird sozusagen die Ethik von Code diskutiert. Weiteres Beispiel sind die No-Fly-Listen, was immer dann relevant wird, wenn jemand Bekanntes davon betroffen ist. So war das vor ein paar Monaten Ilya Trojanow, bekannter Schriftsteller, der nicht in die USA einreisen durfte. Dann wird sozusagen da nochmal ein Schlaglicht drauf geworfen, oh, das hat ja irgendwie eine Konsequenz, wie wir unsere Systeme programmieren. Smart Cities ist natürlich ein ganz großes Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wo man sagen kann, gut, andere nennen das vielleicht einfach auch nur smarte Überwachung, aber naja, und dann die Vorratsdatenspeicherung, da sind wir dann auch wieder bei Gabriel, die hat natürlich auch irgendwie was mit den Konsequenzen von Technologie auf unser gesellschaftliches Zusammenleben zu tun. Und ich muss sagen, an dem Punkt bin ich sehr froh, dass es da auch politisch noch einige gibt, die diese Verbindung sehen. Tabea Rössner ist die grüne medienpolitische Sprecherin im Bundestag und hat vor 2-3 Wochen eine Rede gehalten im Bundestag anlässlich des Antrags der Großen Koalition zu digitaler Bildung und hat gesagt, auch bei der Debatte um Medienkompetenz dürfen wir das Thema Vorratsdatenspeicherung nicht aus den Augen verlieren. Und auch Daniel Seitz hat das in der Anhörung von Sachverständigen vor dem Bildungsausschuss wiederholt. Also dass sozusagen, man kann nicht fordern, dass Kinder und Jugendliche medienkompetent werden sollen, programmieren lernen sollen und dann ignorieren, dass es große gesellschaftliche Debatten gibt, die sie natürlich ganz genauso betreffen, weil das die Welt ist, die sie dann in Zukunft irgendwie vorfinden, wenn sie dann endlich wählen dürfen. Kommen wir also zu dem, was fehlt. Ich habe es gerade schon vorweggenommen. Es fehlt eigentlich eine Verknüpfung von gesellschaftlichen Fragestellungen mit der Bildungswelt, über die gleichzeitig diskutiert wird. Also wir haben sehr viele, also es gibt wachsend jetzt Initiativen und Akteure, die sich mit der Frage der Zukunft digitaler Bildung auseinandersetzen. Aber das funktioniert überhaupt nicht im Zusammenspiel mit den gesellschaftlichen Fragestellungen, die ebenfalls mit diesen Entwicklungen verknüpft sind. Und das ist etwas, was ich für fatal halte, dass das sozusagen aus dieser Kinder- und Jugendlichen-Debatte total ausgeklammert wird. Denn auch Kinder und Jugendliche dürfen kritische, mündige, sollen kritische, mündige Bürger werden. Und dafür sind wir hier, um sozusagen diese Forderung nicht vergessen zu machen.
was fehlt denn aus Sicht der Jugendlichen? Das ist ja auch eine Perspektive, die eigentlich ganz interessant ist, sich mal anzuhören, also in diesem Kontext Informatik in der Schule. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt und genau, da wollte ich einfach mal zwei Beispiele zeigen, weil das schon auch, also ich muss dazu sagen, wir organisieren alle drei Jugendhackt und da wird es schon von einigen Jugendlichen auch an uns herangetragen, was fehlt da eigentlich an Informatik in der Schule? Nämlich, es fehlt an ganz basalen Dingen, wie die beiden Beispiele jetzt zeigen. Also ich kenne jetzt auf meiner alten Schule, auf meiner Realschule war das so, wir hatten nicht mal mehr Informatikunterricht. Bei uns war nicht mal mehr Excel, Word, PowerPoint, das konnten die meisten nicht. Genau, also die Larissa sagt schon, da fehlt es eigentlich schon an ganz, ganz basalen Dingen. Ich fasse es hier kurz zusammen, wer die längere Version davon lesen möchte. Es gibt einen wunderschönen Blogpost von der Anna Keuner, auch bei auf jugendhack.de. Was ist dieses Python? Ein Lagebericht aus der Schule und das aus der Sicht von der Schülerin. Ziemlich interessante Lektüre auf jeden Fall. Aber ich gehe mal weiter. Ich habe mir nämlich angeguckt, wie sieht es eigentlich in den Lehrplänen aus? Das ist ja quasi so die Grundlage für den Unterricht. Da gibt es im Grunde drei Akteure, kann man sagen, die da so an den Lehrplänen rumschrauben. Ganz klar natürlich die 16 unterschiedlichen Bundesländer. Wir haben ja irgendwie immer noch hier Bildungspatchwork in Deutschland. Es gibt aber zum Beispiel auch die Gesellschaft für Informatik. Das ist ein Fach- und Berufsverband für Informatiker. Die haben die Standards für den Informatikunterricht herausgebracht und man muss sagen, dass sich die schon auch sehr häufig in den Lehrplänen wiederfinden. Deshalb sind die hier mit aufgeführt. Was passiert noch länderübergreifend? Es gibt natürlich die KMK, die Kultusministerkonferenz. Allerdings muss man hier sagen, genau, jetzt springe ich schon vorweg, dass die noch nicht so viel dazu gesagt haben. Genau, ganz kurz zu dem, was die Gesellschaft für Informatik und die KMK sagen. Und vor allem, was die natürlich auch an ethischen Aspekten beleuchten. Also das ist ja das, worum es hier in dem Talk gehen soll. Wie ist Informatik im Unterricht oder in der Schule überhaupt implementiert und kommen da ethische Aspekte überhaupt vor? Bei dem, was die Gesellschaft für Informatik in ihren Standards angibt, kommen tatsächlich ethische Aspekte nur in einem ganz kleinen Unterpunkt, finden die Erwähnung, nämlich bei Informatik, Mensch und Gesellschaft. Bei den Beschlüssen der KMK, da geht es darum, dass die haben so ein Beschlusspapier zur Abi-Prüfung für berufliche Informatik mal rausgebracht, 2007. Viel mehr konnte ich tatsächlich auch nicht finden. Das gilt nicht für allgemeinbildende Schulen, das gilt nur für berufliche Schulen oder Fachgymnasien. Das heißt, alle allgemeinbildenden Schulen, da hat die KMK bisher einfach noch nichts dazu gesagt. Und auch hier, muss man sagen, finden halt ethische Aspekte einfach nur in einem Unterpunkt Erwähnung. Genau, und in den Prüfungsfragen, die dann auch noch also so beispielhaft aufgeführt haben, taucht nicht mal das mehr auf. Also wo man dann auch schon so die Diskrepanz sieht, okay, irgendwie Ethik muss mit rein, aber wenn es dann konkret wird, schmeißt man sie doch wieder raus. Genau, ich habe ein bisschen die ganzen Lehrpläne recherchiert, wie man vielleicht jetzt schon gemerkt hat und würde die jetzt ganz kurz einfach mal vorstellen. Und zwar in den drei unterschiedlichen Altersstufen. Einmal die Grundschule und dann später Sekundarstufe 1 und dann die gymnasiale Oberstufe. In der Grundschule sieht man schon, da ist also Grundschule und das, was Ethik in der Informatik bedeutet, ist eigentlich gleich leere Menge, wobei man da halt sagen muss, es gibt tatsächlich auch nicht wirklich Informatikunterricht an der Grundschule bisher. Also das, was hier mit Xen aufgeführt wird, das heißt, da gibt es irgendeine Art von Computerschulung, sage ich jetzt mal, ist im Lehrplan zumindest verankert. Da geht es eher um so grundlegende Medienkompetenzdinge, also dass die mal irgendwie einen Computer in die Hand bekommen, mal eine Textverarbeitung machen, solche Dinge. Und das ist alles immer nur fächerintegriert, also das heißt, es gibt kein eigenes Fach, sondern es ist immer nur irgendwie in Deutsch, in Kunst oder in anderen Fächern wird es vorgeschlagen, dass es halt integriert wird. Und teilweise wird taucht das in bestimmten Bundesländern im Lehrplan auf. Also man sieht hier in Hessen, in Niedersachsen findet nicht mal das eine Erwähnung. So. Genau. In der Sekundarstufe 1, da sind jetzt ganz, ganz viele so Abkürzungen. Also das
I steht dafür quasi, also erstmal wie die zweite Spalte ist, wie ist das Informatikunterricht überhaupt integriert. Das eine ist integrativ, das heißt, es wird irgendwie in irgendwelche Fächer mit reingepackt. Es steht im Lehrplan, aber eben nicht als einzelnes Fach. Das W ist, es gibt ein Wahlfach, das heißt, Schüler können sich das selber aussuchen, ob sie ab irgendeinem Punkt, meistens dann ab der 7. Klasse, mal Informatik wählen möchten. Und P, was in den allerwenigsten Bundesländern tatsächlich passiert, ist, dass es als Pflichtfach eingeführt wird. Und wenn man sich da auch wieder irgendwie die Lehrpläne anguckt und schaut, irgendwie wie sind da, werden da gesellschaftliche Themen irgendwie auch nochmal erwähnt und dass man irgendwie Technologie auch mal aus so einer Perspektive sich anschaut, also kaum. Ne? Es findet in Einzelnen, man sieht es am U, an dem gelben U, findet es tatsächlich mal in einem Unterpunkt irgendwie Erwähnung, teilweise nicht mal mehr das, dass es kontinuierlich irgendwie versucht wird, im Informatikunterricht tatsächlich zu verankern, dass man sagt, ich gucke mir das immer einfach auch noch mit dieser Perspektive an. Informatische Themen findet halt nicht statt. Ich würde noch ganz kurz so ein, zwei Bundesländer herausheben oder so Sachen herausheben, die so ein bisschen rausstechen. Tatsächlich ist es so, dass es, also wo es gut, zumindest ein bisschen gut läuft, was die Verankerung von Informatik angeht, ist Sachsen. Da gibt es zumindest mal ein Pflichtfach in der Sekundarstufe 1. Genau. Und in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich auch in dem, so da gibt es so ein Fach, das heißt Arbeit, Wirtschaft, Technik und Informatik. Also immerhin da gibt es so, kann man sagen, da kommen die Schüler zumindest mal mit informatischen Themen in Berührung. In Bayern ist es Pflicht am naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium und in Hamburg und Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich nur am Gymi nicht so. Ziemlich schlecht schneidet Niedersachsen ab, da gibt es überhaupt keine Grundverankerung, also nicht mal integrativ in irgendwelchen anderen Fächern. Auch in Hessen ist es war irgendwie als, nennt sich dann informationstechnisch und Kommunikationsgrundbildung irgendwie so, wobei das irgendwie auch im Lehrplan super schwammig nur verankert ist, so dass man sich schon vorstellen kann, dass es wahrscheinlich nicht so richtig passiert. In Baden-Württemberg ist es tatsächlich auch nur fächerintegrativ. Das heißt, da gibt es kein Wahlfach in der Sekundarstufe 1. Es gibt dann erst in der Oberstufe, können irgendwie Jugendliche sagen, okay, jetzt möchte ich aber Informatik machen. Genau. Was man auch noch betonen muss, oft ist tatsächlich so, dass es dieses Wahlfach hängt dann auch davon ab, ob es angeboten wird oder nicht, ob die Schule das will. Also in Hessen ist das zum Beispiel so. Das heißt, es ist nicht mal Pflicht, dass das Schulen anbieten, sondern die können halt sagen, okay, wir möchten diese Ausrichtung. Ob das dann passiert oder nicht, naja, liegt dann an den Schulen. Genau, in der gymnasialen Oberstufe. Auch da ist so, dass es gibt, ich würde hier zwischen Grund- und Leistungskurs unterscheiden. Genau, da ist tatsächlich gut. Es gibt zumindest überall, gibt es das Angebot, Informatik zu belegen. Genau, teilweise halt auch doch nur als Grundkurs und nicht als Leistungskurs. Und auch hier ist so, dass es, also ethische Aspekte, gesellschaftliche Aspekte, ziemlich mau aus. Da gibt es tatsächlich, oh, jetzt muss ich mit meinen Zetteln irgendwie gucken. So. Also so ein kleines grünes Licht ist da irgendwie Hamburg. Die haben es tatsächlich im Lehrplan ganz, ganz geschickt, also finde ich irgendwie verankert. Die haben halt gesagt, okay, wir nehmen informatische Themen, sowas wie Objektorientierung oder so, und gucken uns die immer an einem konkreten Beispiel an, gucken, dass wir uns da irgendwie auch ein Projekt realisieren und schauen uns dazu auch immer explizit halt gesellschaftliche Fragestellungen an. Was macht dieses Programm am Ende, was wir jetzt machen? Welche Auswirkungen könnte das haben oder so? Also die versuchen das wirklich auf jedes der Themen irgendwie zu beziehen. Das heißt, die haben zumindest mal hier ein Grün von mir bekommen. Es gibt dann irgendwie auch noch die zwei U-Plusse. Die haben das deshalb gekriegt, weil es zumindest nicht nur in einem Unterpunkt oder als allerletztes irgendwie dann erwähnt wird, dass irgendwie gesellschaftliche Themen doch noch eine Bedeutung haben könnten für die Informatik. Und selbst in der Oberstufe gibt es bei einigen Bundesländern, zum Beispiel eben hier in Bayern, wird es halt nicht mal mehr erwähnt. Und gerade in der Oberstufe würde ich jetzt denken, also klar, Informatik, Ethik, gesellschaftliche Aspekte, kann man argumentieren, das ist natürlich schon ein sehr komplexes Feld, sage ich jetzt mal. Da braucht es wahrscheinlich auch einfach einiges an Fachwissen und Wissen vorher. Und in der Oberstufe könnte man das sehr voraussetzen und sagen, okay, dann setzen wir das auf jeden Fall hier an. Hier muss das irgendwie verankert werden, spätestens. Und selbst da passiert das halt teilweise einfach gar nicht oder nur in Unterpunkten ganz weit unten.
zusammenfassend. Ethische Aspekte sind leider bisher fast nirgends in Informatik-Lehrplänen kontinuierlich verankert. Ein Fokus auf Informatik, wie zum Beispiel das in Sachsen ist, dass es da zumindest mal als Pflichtfach angeboten wird, heißt nicht gleich, dass tatsächlich dort auch gesellschaftliche Aspekte, ethische Aspekte mit verankert werden. Was man natürlich aber betonen muss, ist, Lehrplan ist nicht gleich Unterricht. Das, was ich jetzt hier gerade präsentiert habe, sind die Lehrpläne. Wie dann der Unterricht in den Schulen selber gestaltet wird, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ein anderer Aspekt, der auch, also den wir jetzt hier noch nicht rausgezogen haben, ist, wie ist der in der Ausbildung von Lehrern verankert. Das wäre natürlich das irgendwie auch noch so eine Blackbox, die es definitiv mal interessant wäre anzuschauen, weil wenn Lehrer natürlich nicht mit solchen Themen vorher in Berührung kommen, wie sollen sie das dann Jugendlichen vermitteln? Es gibt, also man kann natürlich immer so von einem Worst Case ausgehen, selbst wenn es in einem Unterpunkt erwähnt wird es dann gar nicht drankommen. Es gibt aber auch Leuchttürme, also Lehrer, die da einfach schon Interesse daran haben, die sagen, das Thema ist wichtig und ich will das auch meinen Schülern mitgeben. Und dazu erzählt euch Daniel jetzt was. Genau, vielen Dank für die Überleitung. Wenn man auf so viele Lehrstellen hinweist, dann muss man unbedingt auch immer aufzeigen, was Gutes passiert. Natürlich gerade die Lehrer, die engagiert sind, für die ist es natürlich traurig, dann zu hören, wie viel nicht funktioniert. Aber es gibt eben herausragende Beispiele, die funktionieren. Auf die wollen wir jetzt noch ein paar Schlaglichter werfen. Aber auch um Anknüpfungspunkte zu bieten. Wo können Sie sich selber engagieren? Was kann man selber aufgreifen? Wie kann man selber mit dem Thema umgehen? Starten möchte ich mit Tobias Hübner, der die lange Coding-Nacht am Georgs, das ist ein Gymnasium, ins Leben gerufen hat, so wie es verschiedene lange Nächte der Kultur, der Museen, sonst was gibt. Macht er Coding zu einem Kulturgut und zu etwas Besonderem und veranstaltet da was ganz Tolles. Wir haben das über einen Code Week Award, wo er ausgezeichnet worden ist, damit mitbekommen. Und er verknüpft es eben auch mit relevanten Themen. Die haben ganz starken Fokus auf Open Hardware, auf Open Software und setzen auch an der Lebenswelt von Jugendlichen an. Das heißt, die nutzen Minecraft und verschiedene Geschichten, um erstmal Jugendliche dahin zu bekommen. Ist ein freiwilliges Angebot. Sie haben gut 25% Mädchen, was in dem Bereich ein guter Wert ist. Das ist natürlich nie was, wo man stehen bleiben sollte. Das Ziel muss natürlich sein, da viel mehr Mädchen hinzukriegen. Aber man sieht schon an der Stelle, wo man nicht rein an der Technikfaszination ansetzt, sondern eben noch, dem noch mehr Bedeutung gibt, erreicht man eben auch mehr Zielgruppen als jetzt nur über die reine Technik so. Chaos macht Schule ist ein anderes Beispiel. Der Chaos Computer Club kommt an Schulen und behandelt die verschiedensten Themen auf Anfrage. Was uns daran besonders gut gefällt, ist, das sind halt echte Hacker, in Anführungszeichen, die halt auch am Modell vermitteln können. Also sie stehen halt für was, sie haben die Grundhaltung, sie können da halt mehr reinbringen als die reine, ich kann jetzt programmieren. Und das ist eine Ressource, die man abgreifen kann. Die bieten das ja an, das kann man sich in die Schule holen. Umgekehrt ist es natürlich dann auch wieder die Frage, kann man sowas delegieren? Also kann man sowas in Lehrpläne schreiben? Kann man sowas an Lehrer vermitteln? Also wie viel kann man da überhaupt von Lehrern verlangen? Das ist ja auch die große Diskussion, was kann man denn noch alles in den Lehrplan packen? Und das finde ich schon wieder ein Hinweis, wo man einfach genau gucken muss, was kann man überhaupt Lehrern zumuten, was kann man überhaupt auch in eine Grundausbildung mit reinpacken. So. Aber trotzdem der Hinweis, man muss eben auch nicht alles selber können, man kann sich ja eben auch immer wieder Experten mit reinholen. Maker AGs an Schulen poppt gerade überall auf, also das ganze Thema Making, Selbstbasteln, 3D-Drucker, Laser, Cutter, da hängt ganz viel dran, auch so Elektronik selbstbasteln. Da ist ein Thema mit hoher Relevanz gerade, ganz viel passiert, ganz vieles am Entstehen und immer mehr auch häufig durch Schüler aufgefordert, was wir so mitbekommen. AGs entstehen eben an Schulen und da gibt es ganz viel gesellschaftsrelevante Fragestellungen, die da dranhängen. Also sowas wie Upcycling, also ich werfe nicht mehr alles weg, ich schaffe mir selber Produkte, ich repariere selber Produkte und so weiter. Da ist konzeptionell, steckt da ganz viel drin und das sollten wir auch immer wieder in die AGs mitnehmen und sollten das mit solchen Aktionen verbinden. Ganz schön hat das Philipp Stefan ausgedrückt, so die Demokratisierung des Produktwissens. Also so, da passiert gerade eine gesellschaftliche
Umwälzung, ein ganz anderer Umgang mit verschiedensten Konsumgütern und so weiter. Und das ist was perfekt in die Schule passt. Und über das Thema erreicht man auch wieder eine ganze Bandbreite an Jugendlichen. Also wenn man so das Programmieren anschaut, dann hat man ja ganz oft die Befürchtung, ja, da hat man so eine ganz kleine Speerspitze an Jungen, die man da irgendwie erreichen kann. Aber das ist überhaupt nicht unsere Erfahrung an der Stelle, wo man das Thema einfach breiter setzt und viel stärker nochmal mit Themen verbindet. Genau, es geht um Selbstermächtigung. Es geht auch an der Stelle einfach zum den Leuten wieder die Tools an die Hand zu geben, selbst Gesellschaft zu gestalten. Am besten können wir das natürlich an unserem eigenen Beispiel erzählen. Jugend hackt ist ein Veranstaltungsformat für junge Programmiertalente. Wir laden ein, die Jugendlichen mit Code die Welt zu verbessern. Die kommen am Wochenende zu uns und können da halt eigene Projekte entwickeln, werden dabei unterstützt. Genau, was auch immer sie tun mögen, Hauptsache in irgendeiner Form verbessert es die Welt. So, das ist erstmal unser Narrativ. Das spricht viele Jugendliche an. Wir erreichen da bundesweit tolle Jugendliche und wir erreichen aber auch viele Jugendliche, die uns sagen, so, wow, tolles Angebot. Endlich gibt's mal was, wo ich Leute treffe, die so sind wie ich. Also das merkt man schon auch, dass die häufig sehr einsam in ihren Legionen sind, weil sie einfach feststellen, da gibt's keine Vernetzung. Man kann eigentlich dieses gemeinsame Interesse gar nirgends entdecken, weil es die Orte dafür gar nicht gibt. Also es taucht in der Schule nicht auf, das taucht in der Jugendarbeit nicht auf. Aber wir wissen, es gibt ganz viele Jugendliche, die da ein Interesse haben. Und das zu unterstützen, das kann ich Sie nur auffordern, dafür braucht es Orte, die können schulisch sein, die können außerschulisch sein, aber wir sollten dem Raum geben. Und damit stärken wir eben auch eine Grundhaltung, und zwar diese Grundhaltung, so ich kann was gestalten. So, das ist, glaube ich, unser Credo an der Stelle. Programmieren ist per se, politisch programmieren ist Gestaltung von Gesellschaft. Und das sollten wir viel stärker in die Bildung reinholen, weil es genau eigentlich zusammengehört. Genau, so eine kurze Zusammenfassung, dann haben wir nämlich noch 15 Minuten mit Ihnen zu diskutieren. Ethik und Code werden häufig diskutiert, also es gibt eine ganz breite Diskussion, wie Maria eingangs auch schon eingeführt hat, aber selten im Bildungszusammenhang. Das ist ein Thema, was leider sehr wenig besetzt wird und das ist unser Job. Also ich spreche von uns, weil ich davon ausgehe, ganz viele Menschen werden hier irgendwas mit Bildung zu tun haben oder sich für junge Menschen interessieren. Das heißt, wir müssen das Thema besetzen. Wir müssen da das auch nicht dem Wirtschaftsminister und sonst wem überlassen, sondern wir müssen das viel stärker zu unserem Thema machen. Und wir haben einen ganz starken Fokus gehabt auf Schule. Das ist ein wichtiger Ort, weil wir da alle Jugendliche erreichen. Deswegen müssen wir da auch immer wieder hinschauen und das einfordern, dass da passiert. Aber es gibt eben auch vieles, was außerhalb von Schule passiert. Es gibt auch wichtige Lernorte für Schüler, für Jugendliche, die außerhalb von der Schule sind. Und da gibt es auch direkte Ansatzpunkte. Also wer Lust hat, sich zu engagieren, man muss nicht nur darauf warten, bis Schule da ist, wo man das gern hätte, sondern es gibt eben Coder-Dojos und es gibt verschiedenste Formate, die lokal stattfinden, wo man sich anschließen kann, wo man mitarbeiten kann. Die freuen sich sehr über Ansprache, über Unterstützung und umgekehrt freuen sie sich aber auch, wenn sie abgerufen werden und in solche Bildungsprozesse integriert werden. Genau, gute Stelle für Applaus. Nein, keine Fische. Nee, genau, das war jetzt zuerst mal unser Punkt, den wir machen wollten. 15 Minuten für Diskussion. Ich weiß nicht, kann uns jemand mit dem Mikrofon unterstützen? Gibt es Fragen? Ganz kurz, wann ist das nächste Jugendhackt? Ich habe da ein paar Jugendliche. Diese Vorlage war nicht abgesprochen. Tatsächlich sind wir 2015 zum ersten Mal in der Lage, auch regionale Veranstaltungen anzubieten. Die letzten zwei Jahre haben wir immer in Berlin eine Veranstaltung im Jahr für bundesweit alle Jugendlichen gemacht. Es gibt jetzt die ersten Regionalveranstaltungen Jugendhackt Ost vom 5. bis 7. Juni in Dresden für alle Jugendlichen, die aus östlichen Bundesländern kommen, also Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Alle nach Dresden vom 5. bis 7. Juni. Die Anmeldung läuft gerade noch, also das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und eine Woche später, vom 12. bis 14. findet Jugendhackt Süd in Ulm statt und ist offen für alle irgendwie an Technik und Gesellschaft interessierten Jugendlichen aus Baden, Württemberg und Bayern. Und in Planung ist Jugendhackt West und Jugendhackt Nord für die übrigen Bundesländer. Und vom 16. bis 18. Oktober ist in Berlin die große Abschlussveranstaltung, wo wir
alle einladen, egal ob sie bei der Regio-Veranstaltung waren oder neu dazugekommen sind oder alte Hasen vom Jugendtag der letzten Jahre waren. Diese Aufstellung, hier bin ich, diese Aufstellung, Auflistung, wie die Verankerung in den Lehrplänen ist, die ist grauenhaft und der Zustand in den Schulen ist ganz, ganz furchtbar und treibt einen Tränen in die Augen. Ich frage mich allerdings, ob man dieses jahrzehntelange Verschlafen nicht auch als Chance nutzen kann, jetzt halt entsprechend dem, was hier auf der Republika auch schon mehrmals aufgekommen ist, weiterzumachen. Also dass es halt jetzt nicht mehr die Netzgemeinde gibt, also die paar Leute, die das Internet verstanden haben, sondern 70-80% der Menschen sind im Netz. Also was wir jetzt eigentlich machen, ist Gesellschaftspolitik, sodass man dann auch vielleicht gar nicht mehr so direkt Informatikunterricht fordern muss, sondern sagt hier, es gibt eigentlich nicht sowas wie ein Informatikunterricht, der dann gesellschaftliche Aspekte rauspicken muss, sondern wenn ich im Deutschunterricht über Sprache rede, dann arbeite ich auch mit dem Korpus und mache Computerlinguistik. Wenn ich im Politikunterricht über Gefahren von rechts rede, dann gucke ich mir mal vielleicht Vernetzung von Rechten in sozialen Netzwerken an, etc. etc. Allerdings habe ich auch nicht eine große Hoffnung, dass nach dem jahrzehntelangen Verschlafen dann sowas dann plötzlich aus dem Nichts kommen würde. Wie seht ihr das? Also völlig d'accord. Wenn wir über eine perfekte Welt sprechen, dann würde ich das so sehen. Die Frage ist halt, wie kommt man da hin? Und da kann man den Schalter leider nicht einfach umlegen. Also der Deutschlehrer der Computerlinguistik vermittelt, den gibt es vielleicht noch nicht. Also wahrscheinlich werden das die wenigsten sein. Die haben ihre Ausbildung vor 20, 30 Jahren gehabt. Und auch die, die jetzt ihre Ausbildung haben, die lernen das nicht. Das heißt, die nächsten 40 Jahre werden auch ähnlich verlaufen, wenn man das nicht irgendwie über Weiterbildung nachholt. Insofern, es gibt gerade dieser Ansatz digitale Bildung vom Bund, der macht eigentlich ganz schön Zweiklang, finde ich. Der fordert zum einen eine fächerübergreifende Medienkompetenz. Das gibt's jetzt schon, hat immer das Problem, wenn es alle machen müssen, macht es keiner. Also das Problem, da man delegiert das zu irgendjemand, der schon mal einen Computer angemacht hat. Also ich übertreibe es natürlich. Und der zweite Schritt ist eben Informatik als Pflichtfach, das einfach grundsätzlich einzuführen. Also so, und dann hat man quasi das theoretisch in allen Fächern Sinn und hat aber nochmal so eine informatische Grundbildung. Also das noch als kurzes Nachhaken, weil mich das eigentlich auch schon immer so ein bisschen ärgert. Ich hätte auch gerne mehr Computer und Digitalisierung in den Schulen. Mir liegt auch Informatik am Herzen und ich sehe auch irgendwie im Moment auch nicht eine andere Möglichkeit als mehr Informatikunterricht. Andererseits, Informatik ist eine Wissenschaft, die für sich selber stehen kann und die auch nicht irgendwie dann auch noch die Aufräumarbeiten von den anderen, die sich nicht mit der digitalen Gesellschaft beschäftigen, dann auch noch machen muss, genauso wie es mich ärgert, dass Bedienung von Schreibprogrammen unter Informatik gefasst wird, wo es eigentlich dann um Computerkunde oder wie komme ich im Leben klar irgendwie eigentlich laufen sollte. Ich empfehle dazu nochmal den Blogpost von Anna, eine Teilnehmerin der ersten Stunde von Jugendtag, was Paula eben erwähnt hat, auf dem Blog jugendtag.de. Die geht genau darauf ein, also berichtet halt vom Informatikunterricht an ihrer Schule und macht nochmal dieses Feld auf. Also genau, wer ist überhaupt dafür zuständig? Ist Informatikunterricht auch dafür zuständig, uns Programmieren beizubringen, also die Implementation zu machen? Ziemlich nerdiger, ziemlich sehr guter Beitrag, der vielleicht sozusagen da noch eine Perspektive bietet. Haben wir vielleicht auch ein Problem, dass wir gar nicht nur Ethik haben wollen, sondern auch noch unsere Ethik? Also mal zugespitzt könnte man ja sagen, das Einzige, was als Informatikperspektive in Schulen diskutiert wird, auch von Laienlehrern, sind ethische Fragen. Nämlich, was man alles Schlechtes auf Facebook machen kann, was man alles Böses mit dem Smartphone anstellen kann, was man nicht machen sollte, wo man vorsichtig sein sollte und so weiter. Das ist die Frage, ob man das dann als Ethik der Informatik bezeichnen würde oder eher als so recht allgemeine Gesellschaft oder eher so Medienkompetenzen. Also ich würde das eher tatsächlich, also wie safer Internet und alles, was irgendwie da so drunter fällt oder genauso die Gefahren, die im Netz schlummern und all diese Dinge, das sind ja eher so eigentlich Grundkompetenzen, die man inzwischen braucht. Ich glaube, das, was wir so ein bisschen meinen mit Ethik in der Informatik, auch das, was ich jetzt da eher so in den Lehrplänen gesucht habe, war tatsächlich
also was machen Algorithmen, welche Auswirkungen haben die? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Abstraktion, so eine Komplexitätsebene, klar. Genau, und das, also dass das aber tatsächlich auch im Informatikunterricht irgendwie auftauchen sollte. Genau, ich glaube, man muss da einfach unterscheiden zwischen Ethik in der Informatik und dem, was irgendwie so als allgemeine Medienkompetenz gefasst wird, oder? Also es beschreibt auf jeden Fall klar einen guten Zustand. Also das, wo die meisten Medienleute in die Schule hin angefragt werden, ist, wir haben irgendwie Cybermobbing, repariert das mal. So, und dann muss das in 2 Stunden passiert sein und dann gibt man das Thema aber auch wieder ab. Und so aus diesem Reaktiven, wir reagieren auf Probleme, sollten wir irgendwann zu einem Gestaltenden hinkommen. Und das ist, glaube ich, unser zentraler Punkt, den wir meinen. Weitere Fragen? Ja, ich frage mich gerade, was ist eigentlich mit dem Ethikunterricht an sich, also beziehungsweise dem Religionsunterricht, der natürlich auch bestimmte Fragen aufwerfen könnte, die sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Maschine beschäftigt. Und frage mich auch, also natürlich die Kirchen schlafen da vor sich hin, die besprechen andere Themen, aber letztendlich müsste man auch dorthin gehen und eine Verbindung suchen. Ich habe natürlich eher das Gefühl, sie sind sehr traditionell und dann gibt es natürlich auch noch andere Religionsgemeinschaften. Dann hat man aber auch den Ethikunterricht und den humanistischen Verband. Also es gibt auch noch andere Orte an der Schule, letztendlich eine Brücke zu schlagen, die vielleicht jetzt erstmal sehr unkonventionell klingt, aber auch möglich ist. Also aus der Informatik hinein in diese gesellschaftliche Frage von ethischem Handeln. Ich glaube, Daniels Punkt, den er zuletzt gemacht hat, war da schon wegweisend. Also Welten verbinden ist, glaube ich, also sozusagen, wir können uns das eigentlich nicht leisten, nicht interdisziplinär zu sein. Das ist, was super gut funktioniert. Also eben nicht, wo wir jetzt beim Programmieren lernen waren, das nicht isoliert zu betrachten, sondern zu sagen, Programmieren zu lernen, um zu gestalten, zum Beispiel, um irgendwie, weiß ich nicht, die eigenen Fähigkeiten unter den Fingern zu nutzen, um interessante Dinge zu tun und nicht einfach nur die nächste Shopping-App zu programmieren, was vielleicht eine technologische Herausforderung ist, aber keine sehr gesellschaftliche. Und ansonsten zu den Kirchen, irgendwer hat gestern getwittert oder vor ein paar Tagen, dass eigentlich gerade wahnsinnig viel passiert, also dass selbst die Digitalisierung in der evangelischen Kirche angekommen ist. Ich glaube, das wird irgendwie auch ein Hauptpunkt auf dem nächsten Kirchentag und so. Und das ist übrigens auch ein bisschen meine Empfindung, dass auch deswegen sehr viele neue Akteure in diesem digitalen Bildungsbereich auftauchen, einfach weil es jetzt auch gerade viele Fördermöglichkeiten gibt, ja, weil halt niemand mehr darum herumkommt, sich mit Digitalisierung zu befassen. Ob das dann immer dieselbe Motivation ist, die wir, sage ich mal, als Zivilgesellschaft haben, sei mal dahingestellt, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass um dieses Thema schon jetzt niemand mehr drum rumkommt. Ich habe noch mal eine Frage. Ich meine, wir haben uns gerade angeguckt, wie mies der Zustand ist, also an der Schule. Ich kann auch nur sagen, also mein Sohn ist in der 4. Klasse, Internet gibt's nicht vor 2017. So ist eine Realität in der Berliner Grundschule, ist einfach so. Und wo ist denn da auch die Lobby? Also ich bin eigentlich ziemlich empört, dass ich so denke, ja, und wir machen hier alle nette Projekte und es muss was getan werden. Aber eigentlich der Riesendruck oder die Riesenlobbyarbeit, die fehlt irgendwie noch. Sorry, also ich man kann es irgendwie nicht anders sagen. Und natürlich sind auch andere Player damit verbunden, aber irgendwie, es fehlt noch an so einem großen Durchschlag da. Also ich meine, wir werden sonst 2020 immer noch aufs Internet warten in der Schule, das weiß ich. So, und das ist einfach die Realität. Ja. Aber gerade deswegen, also zum Thema Lobby, also ich glaube, es gibt sehr viele Good Practice Beispiele schon sozusagen in the making und die schon längst beweisen, dass es funktioniert. Da habe ich meinen Punkt verloren. Genau, aber Zivilgesellschaft hat halt, ne, also sozusagen Systeme, man nennt immer nur so eine mittelgroße Lobby, das ist halt, da braucht man dann die Wissenschaft und dann braucht man halt auch einen vielleicht völlig fachfremden Politiker, der einfach das mal sagt und naja. Und das Zweite ist, ich glaube, wir sind auch gar nicht, also ich glaube nicht, dass man all seine Energie darauf konzentrieren sollte, an Schule was zu verändern, sondern das ist auch ein Punkt, den Daniel vorhin gemacht hat, also wenn man an die eigene Kindheit zurückdenkt,
Lernen passiert auch an wahnsinnig vielen Orten außerhalb von Schule. Mir ist klar, dass man das jetzt nicht einfach wie so eine, ne, wie so eine, sag ich mal, eine leerstehende Mall in den USA einfach stehen zu lassen. So, dass man muss sich weiter auch um die Schule kümmern. Aber ich glaube nicht, dass wir dass die Anliegen, die wir jetzt haben, können wir halt auch relativ effektiv umsetzen, wenn wir außerschulisch Orte anbieten, an denen man lernen kann. Und die Jugendlichen nehmen das extrem dankbar auf. Vielleicht ist mein Punkt schon nicht mehr relevant. Eben die Kirche wurde angesprochen. Ich bin in dem Bereich sehr stark engagiert, gehört zur Internetplattform Trialog, war zum Beispiel auf der Synode der EKD, wo es um die Digitalisierung auch ging. Ich denke, oder das ist mit ein Grund, ich bin hier auf der Republika auf der Suche nach Menschen und Themen auch zu Religion und Internet. Und ich denke, was aus, sagen wir, kirchlicher Perspektive wichtig ist, dass, wie ihr gesagt habt, diesen Punkt auch stark gemacht, Welten zu verbinden, dass das sehr wichtig ist. Und dass, also ich zum Beispiel in dem Bereich auf Menschen treffe, denen nicht klar ist, dass YouTube und Google zur selben Firma gehören. Also eben das, was ihr ja auch mit eurem Beispiel aus der Schule habt, sagen wir, diese Welten, die zu verknüpfen sind, sind sehr, sehr groß. Der Wille, das zu tun, eben auch. Und dort, sagen wir, fände ich es spannend auch zu gucken, wie man das verbindet. Und ich denke, dass es halt auch braucht, dass andere Gruppen, wie jetzt die Republika oder Leute, die dort engagiert sind, sich auch diese großen gegenseitigen Player immer wieder ins Gespräch bringen, dass man das Wissen, das an unterschiedlichen Orten ist, auch verknüpfen kann. Also das wollte ich nur nochmal stark machen. Ja, kann man nur unterstreichen. Also das sind eigentlich Themen, wo sich Kirche prädestiniert aufsetzen kann. Also und es passiert ja auch was. Katholiken haben ja auch die Clearingstelle Medienkompetenz. Das ist eben mit dem Kirchentag Big Data wird, glaube ich, so ein sehr großes Thema da sein. Und also so, das sind alles total wichtige Themen, die eigentlich jeden in der Gesellschaft angehen. Und von Kirchen kann man da schon mehr erwarten. Und andersrum, die sich tatsächlich da engagieren, kann man nur unterstützen. Und da gibt es ja auch viele, die, glaube ich, da dabei werden so. So, ich noch mal eine Frage. Habt ihr euch mal die Ethikfragen so in der Vergangenheit angeguckt? Also ich habe Physikleistung damals gehabt und ich habe mich aber selber darum gekümmert, die Frage der Verantwortung des Physikers. Da ging es dann um Atombombe etc. Später kam dann irgendwie Biologie, Genetik etc., Verantwortlichkeiten etc. Das sind ja eigentlich auch Themen, die anknüpfbar sein müssten an den, nehmen wir jetzt mal hier auf den Physikunterricht, dass man da jetzt das Szenario Atomkrieg etc. mal reinbringt und wiefern der Physiker da mitwirkt und was da ein guter Physiker ist oder was ein guter Biologe ist etc. Also ich bin relativ pessimistisch, dass das irgendwie mal passiert, dass das auch in der Informatik passiert, dass man sich über Ethik wirklich programmatisch Gedanken macht. Aber habt ihr euch das mal angeguckt, was da passiert ist und irgendwie sozusagen daraus Inspirationsmaterial genommen, um zu gucken, okay, das machen wir anders? Tatsächlich, also ich habe mir die Lehrpläne jetzt von Physik und Biologie leider nicht angeguckt. Also ich kann das nicht beantworten. Ich hatte aber das Gefühl, als ich mich da so ein bisschen reingewurstelt habe, dass auch das, was da formuliert wird in den Lehrplänen, tatsächlich super schwammig ist. Also so, wenn dann diese ethischen Aspekte aufgetaucht sind, dann war das oft irgendwie mit so einem Punkt abgehakt. Wir machen jetzt Informatik, Mensch und Gesellschaft. Und dann irgendwie steht da halt noch drunter die Auswirkungen der digitalisierten Welt oder so. Also so das waren die Punkte, die da drin standen. Und da denkt man sich schon, okay, mit so wenig Handhabe ist das wahrscheinlich auch für einen Informatiklehrer schwierig, der sich nicht selber aktiv damit beschäftigt, was anzufangen. So, genau. Aber ob es da Brücken gibt zwischen denen, kann ich leider nicht beantworten. Was wir halt außerschulisch machen, ist eben mit CCC-Leuten, also hier sitzen ganz viele, die auch als Mentoren bei uns arbeiten. Und das sind halt für uns die Modelle, die an Jugendliche solche Grundwerte, solche Grundhaltungen mitgeben, die sich seit 20, 30 Jahren damit beschäftigen. So, das ist, glaube ich, das, was man einfach in so ein Ding integrieren muss. Und dann muss man dann nicht irgendwas was erfinden, sondern so eine Haltung ist ja etwas, was sich über viele Jahre herausarbeitet und was man nicht mal schnell in einen Artikel packen kann. Also so, das ist eigentlich unsere Herangehensweise, mit den Leuten, die es am besten wissen, zusammenzuarbeiten. Und da sind wir auch andersrum wieder sehr dankbar, dass wir solche Leute in unseren Reihen haben, die das einfach kompetent vermitteln können.
Jöran wird schon nervös. Ich glaube, wir sind am Ende des Talks. Wir haben vielleicht noch eine Frage und dann müssen wir leider schon enden. Ja, vielleicht ist mehr eine Wortmeldung. Also ich finde auch, dass dieses Bildung ist mehr als Schule ist ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren ganztagsbetreute Schulen. Das heißt, die Schüler bleiben länger da, haben oft aber keinen Unterricht mehr, sind teilweise in den Ferien in den Schulen. Da ist so ein Lehrraum häufig vorhanden, den man ausgestalten kann, wo man auch mit solchen Themen reingehen kann. Und ich finde, so ein weiterer Punkt ist irgendwie Familie, die haben schon auch eine Verantwortung. Und dann kann man immer sagen, ja, das ist so, Kind, wir können es nicht ändern, nimm es einfach so hin. Oder man kann sagen, wir versuchen mal rauszufinden, warum bestimmte Sachen so und so funktionieren. Und dieses, Upcycling oder auch mal ein kaputtes Radio einfach zerlegen oder einen kaputten Computer und wieder was Neues draus machen. Vielleicht müssen wir uns einfach die Mühe machen, solche Schritte mal zu gehen. Kann man wunderbar als Abschlusswort so stehen lassen, oder? Vielen Dank. Vielen Dank euch dreien.